Herzlich willkommen bei Lidl. Heute gibt es ein leckeres Eisrezept. Und zwar werde ich aus dieser Cantaloupe-Melone, das ist ja die, die im Innern so richtig schön orange ist, richtig süß, lecker, aromatisch, werde ich ein Eis machen, und zwar ein Slush-Eis. Richtig lecker und vor allem braucht ihr dafür nur ganz wenige Zutaten. Ich verwende dafür eine Cantaloupe-Melone, ein paar Minzzweige, eine Limette, 80 Gramm Zucker und 100 Gramm Wasser. Zuerst machen wir jetzt hier einen Zuckersirup und dafür gebt ihr jetzt das Wasser mit dem Zucker in den Topf. Dann die Minze so ein bisschen zerschlagen. So entfalten sich die ätherischen Öle und dazugeben. Und dann hier einfach ein paar Minuten aufkochen. In der Zwischenzeit nehmt ihr euch die Melone, die Cantaloupe-Melone. Ich mag die auch ganz gerne, weil sie einfach immer sehr gut schmeckt und vor allem sehr süß ist. Und dann kommen hier die Kerne raus. Und dann könnt ihr jetzt hier das Fruchtfleisch entweder auskratzen oder einfach die Schale wegmachen und das Ganze klein schneiden. Wenn ihr es auskratzt, habt ihr den Vorteil, dass ihr später die Hülle quasi wieder als Schälchen verwenden könnt für euer Slushy-Eis später, wenn ihr möchtet. Und dann hier das Fruchtfleisch einfach noch ein bisschen klein hacken, dann gefriert es einfach schneller. Dann nehmt ihr jetzt die Minze raus und gießt den Sirup einfach über die Melone. Und dann schön verrühren. Das sorgt jetzt einfach für einen schönen frischen Geschmack mit der Minze. Und hier habe ich jetzt noch die Limette. Da kommt ein bisschen Säure rein. Limetten und Zitronen einfach vorher immer so ein bisschen massieren. Da kommt mehr Saft raus. Und dann kann ich es nämlich noch dazu mischen und dann wird das Ganze jetzt erstmal eingefroren. Das war's. Und ihr könnt das schon immer ein bisschen individuell abschmecken. Ich meine, wenn jetzt die Melone mega süß ist, finde ich, könnt ihr auch weniger Zucker nehmen. Ihr müsst nur immer bedenken, beim Einfrieren und beim Erkalten von Lebensmitteln, dann verliert sich so ein bisschen die Süße. Deswegen macht man auch Eismasse immer etwas süßer und friert es dann ein. Vielleicht habt ihr euch das mal, vielleicht habt ihr es auch mal ausprobiert, wenn ihr Eis habt und das so ein bisschen schmelzen lasst, so auf der Fensterbank, so habe ich das früher gemacht, war immer die Eissuppe süßer als das Eis selber, weil man es einfach süßer empfindet. Und wenn es gefroren ist, ist es halt weniger süß. Deswegen so ein bisschen Zucker ranmachen ist schon gut. Aber müsst ihr auch nicht. Aber jetzt gerade für die Minze, so zum Aufkochen, ist es eben auch perfekt. Jetzt ist das Eis bereit. Alles ist schön eingefroren. Ich habe das jetzt auch so zwei, drei Mal so ein bisschen gerührt tatsächlich. Und jetzt kann ich es hier ein bisschen klein häckseln. Was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt auch gerne vorher die Melonen pürieren und dann das Püree mit dem Sirup einfrieren und dann einfach immer wieder rühren. Das geht auch. Geht beides. Ich mixe das jetzt einfach kurz. Und
Und dann könnt ihr es zum Beispiel in der Melone servieren, was ich ganz schön finde. Ich kann es sogar gleich mit dem Eisportionierer reinsetzen. Oder ihr bereitet euch Gläser vor. Ich bereite mal kurz die Gläser vor, stelle aber das Eis noch kurz so lange ins Gefrierfach. Dann könnt ihr euch nämlich hier schöne Gläser nehmen und zum Beispiel einen schönen Zuckerrand machen. Dafür nehme ich jetzt Limetten und davon den Saft in so einen Teller. Ich finde, so ein Zuckerrand ist eigentlich immer ganz hübsch. Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar den Zucker vorher mit Lebensmittelfarben einfärben. Sieht auch gut aus. Aber ich finde, hier brauchen wir das jetzt nicht. Dann das Glas eintauchen und in Zucker tauchen. Und dann könnt ihr das richtig schön hier drin servieren. Mit bisschen Limettenschale und ein bisschen Minze. Und dann habt ihr was Schönes, Erfrischendes. Jutta, magst du probieren? Ja, klar. Ich freue mich schon die ganze Zeit darauf. Hallo! Guck mal, ich dekoriere es kurz aus. Wow! Vielleicht magst du genau schon mal die Löffel holen. Genau, mache ich gern. Hier noch Limettenscheibchen. Wow! So. Sieht richtig lecker aus. Richtig sommerlich, gell? Mhm. Mhm. Und mit dem Zitronenrand. Das riecht schon so gut. Mhm. Limettenrand. Ah, okay. Limette habe ich dran. Limette. Voll lecker. Limette und Minze. Ich finde, das passt sowieso so gut. Mhm. Mhm. Lecker. Mhm. Ach, kalt. Mhm. Sehr kalt, aber es ist halt auch Sommer. Und da brauchen wir sowas Kaltes. Richtig gut. Und ich finde, da ist jetzt auch nicht so viel Zucker drin. Mm-mm. Man könnte sogar weniger nehmen, tatsächlich kommt immer so ein bisschen auf die Melone an. Und es schmeckt richtig lecker nach dieser Melone. Aber es ist, ist trotzdem süß. Gell? Ja, ich finde es auch süß. Es ist überhaupt nicht irgendwie säuerlich oder sonst was. Sehr gut. Wirklich. Und es sieht echt so aus wie so ein Cocktail. Ja, ich finde auch, sieht richtig hübsch aus. Ihr könnt auch ganz gerne die Gläser vorher einfrieren, wenn ihr Platz im Gefrierfach habt. Und dann habt ihr wirklich, also ich muss auch sagen, es schmilzt nicht so schnell weg, weil einfach diese kleinen Melonenstückchen nicht so fein sind. Die kann man schon noch so ein bisschen kauen. Ja, die kann man noch kauen, auf jeden Fall. Ja, also probiert es gerne mal aus, ob ihr jetzt eine Cantaloupe-Melone nehmt, eine Wassermelone oder eine Honigmelone, bleibt an euch überlassen. Probiert das Rezept gerne aus, teilt gerne euer Rezept bzw. euer Foto mit mir, damit ich das auch sehen kann. Und ganz besonders hübsch finde ich es auch, muss ich sagen, in der Melonenschale. Ist auch schön. Ja, und dann kann sich ja jeder dann kann man so, sich da raus so. Genau, so nehmen, so viel er möchte. Ja. Finde ich immer gut, wenn die Gläser nicht schon vorgerichtet sind. Das stimmt. Doch. Ja. Also für eure nächste Sommerparty vielleicht genau das richtige Rezept. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Das Rezept findet ihr wie immer auf lidlkochen.de. Und mit so einem Schuss ist das bestimmt auch noch gut. Jutta, richtig gut. Für die Erwachsenen, gell? Für die Erwachsenen, natürlich. So ein richtiger Cocktail. Stimmt. Ja. Statt Eis, Eiswürfel. So ein bisschen ein Schuss. Ein bisschen gefrorene Melone. Also könnt ihr gerne meine Version machen oder Juttas Version. Ja. Schreibt gerne mal, was euch mehr anlacht. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.